Rekord in New York. Ein Porträt von Marilyn Monroe, angefertigt von US-Künstler Andy Warhol, ist beim Auktionshaus Christie's für umgerechnet 185 Millionen Euro versteigert worden. Es ist damit das bislang teuerste versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert und das bislang teuerste versteigerte eines US-Künstlers. Das Werk entstand 1964 und basiert auf einem Foto. Wer es erwarb, ist nicht bekannt.